1981 habe ich mit den Fernsehzuschauern gewettet und damit den Grundstein für Menschen für Menschen und unsere Hilfe in Äthiopien gelegt. Und ich wette, dass nicht einmal ein Drittel von Ihnen Zuschauern, und das sind geschätzt 6 oder 7 Millionen, diese 1 Mark einbezahlen. In 30 Jahren ist aus einer Idee und der spontanen Hilfe der Fernsehzuschauer Wirklichkeit geworden. Menschen für Menschen konnte 4,5 Millionen Menschen zu einer besseren Zukunft verhelfen. Schulen und Krankenhäuser bauen, Frauen und Kinder stärken. Doch es gibt immer noch viel zu tun. Heute wetten wir mit Ihnen und Ihrer Stadt. Mit Ihrem Euro unterstützen Sie die Kinder in Äthiopien, damit sie endlich eine Schule besuchen können. Ich wette, dass mindestens jeder dritte Einwohner unserer Stadt, Neuburg an der Donau, Mannheim, Aachen, Wiesbaden, Kiel, Köln, Pfaffenhofen an der Ilm, dass zwischen 2. Mai und dem 9. Juni mindestens einen Euro für die Bildungsprojekte für Menschen in Äthiopien spendet. Das sind bei unserer Einwohnerzahl genau 7.998. 9.000. 19.000. 25.000. 44.000. 40.000. 78.000. 81.000. 107.000. 167.000. 302.000. 433.000 Euro. Almas und Karl-Heinz Böhm wetten dagegen. Ich glaube, wir schaffen das. Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Aachen, wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Und nehmen die Wette an.